Stell dir vor, es gibt ein Boot, das du immer dabei haben kannst. Egal ob Tageswanderung, Wochenendcamping oder eine autarke Trekkingtour in die Wildnis. Denn es passt in jeden deiner Rucksäcke, ist federleicht, bequem und robust genug für all deine Abenteuer. Gibt es so ein Boot? Ja, das gibt es. Das Amphibio Nano. Mit nur 830 Gramm und einem winzigen Packmaß ist das Nano SL das kompakteste und leichteste Packraft aus dem Amphibio-Sortiment. In welchen Rucksack passt dieses Boot nicht rein? Das ist die Frage. Egal wohin dich dein Abenteuer führt, dieses Packraft kannst du wirklich immer dabei haben. Stell dir vor, du bist auf einer Wanderung, entdeckst eine einsame Insel und möchtest auf dieser am liebsten dein Lager aufschlagen. Wie gut, dass du immer ein Boot dabei hast. Oder du erklimmst einen Gipfel und lässt den Tag an einem Gletschersee ausklingen, schlägst dein Lager auf und paddelst zwischen Eisschollen. Und ja, wir sind zu zweit auf diesem ultraleichten, aber dennoch robusten Packraft gepaddelt. Wir haben mit dem Nano Orte befahren, die mit schwerem Equipment kaum erreichbar wären. Wer würde schon ein schweres Kajak 30 Kilometer in die finnische Wildnis tragen, um auf einem Fluss zu paddeln, dessen Sand im sonnenlicht golden glitzert? Wir waren dort auf den Spuren der Goldsucher unterwegs. Dank der Nanos konnten wir den Weg flussabwärts zurück in die Zivilisation bequem auf dem Boot zurücklegen. Darf es eine etwas imposantere Szenerie sein? Wie wäre es mit einem See auf einem Hochplateau mit beeindruckendem Wasserfall? Auf dieser Tour sind wir 60 Kilometer gewandert und nur wenige Kilometer gepaddelt. Welches Boot käme dafür sonst in Frage? Dein vollgepackter Trekkingrucksack passt natürlich problemlos vorne aufs Boot und schon kann dein Abenteuer auf dem Wasser beginnen. Leicht genug, um es mitzunehmen und robust genug, um auch anspruchsvolle Bedingungen zu meistern. Das Amphibio Nano ist in drei Varianten erhältlich. Das Nano SL, das Nano RTC und das Nano RTC in der XL-Variante für noch mehr Platz und Zuladung. Alle drei Varianten haben eins gemeinsam, ein extrem geringes Gewicht und sehr kleines Packmaß. Jede Variante bietet dir dabei genügend Platz für dich und dein Gepäck. Das RTC steht für einen Rollverschluss, der Wasser- und Luftdicht abschließt. So kann dein Gepäck sicher im Inneren des Bootes gelagert werden. Mit der kompletten Ausrüstung, Boot, Paddel und Sitz wiegt das Nano nur 1,5 Kilogramm. Also nicht mehr als eine große Wasserflasche. Das gilt auch für das Packmaß. Wieder ein Hindernis. Wir könnten jetzt entweder hier über diese Steine drüber klettern mit dem Rucksack und da hinten weiter. Oder aber unsere Variante, wir pusten das Boot auf und paddeln. Tut einfach so gut, den scheiß Rucksack nicht aufzuhaben. Wahnsinn. Eine Mitfahrgelegenheit. Genau deswegen haben wir immer eins der Nanos auf Tour dabei. So wie hier in Norwegen oder auch in Deutschland auf Tour im Müritz-Nationalpark. In Judiths Rucksack sind die Boote drin, zwei Stück. Bei mir im Rucksack sind dann noch drin Essenssachen, Kocher und ein bisschen Verpflegung. Und die Schwimmwesten. Das ist der Wasserwanderersplatz, da wollen wir einsteigen. Hier bauen wir jetzt die Packrafts aus. Und dann geht's auf dem Wasser weiter. Gucken wir als erstes fertig ist. Dank des praktischen Pumpsacks lässt sich das Nano in wenigen Minuten aufpumpen. Für den letzten Schliff sorgen ein paar Atemzüge oder die kompakte Handpumpe, mit der du das Boot richtig prall aufpumpen kannst. Auch der Sitz ist schnell einsatzbereit, entweder mit Atemluft oder mit der Handpumpe. Wenn man sich das hier anschaut, fragt man sich vielleicht, warum spanne ich denn meinen Rucksack da so drauf? Es hat einen ganz einfachen Grund, das zeige ich euch jetzt. Mal angenommen, wir müssen jetzt umtragen, dann kann ich den hier machen. Aber jetzt kann ich mein Boot auf dem Rücken transportieren. Ruhige Kanäle entlang paddeln ist natürlich ultra entspannt mit dem Nano. Aber manchmal muss man offene Gewässer überqueren und das auch bei Gegenwind. Zum Glück ist auch das mit etwas Muskelkraft gar kein Problem. Brauchen eine Kaffeepause, wa?
Sind zwar erst seit einer Viertelstunde auf dem Wasser, aber es wird auch Zeit für ein bisschen Gemütlichkeit. Das ist meine persönliche Lieblingsposition im Boot. Und dann ein bisschen treiben lassen. Die Sitzposition ist dabei frei wählbar. Damit der Sitz bei einer Kenterung oder Umtragung nicht verloren geht, lässt er sich ganz einfach am Boot fixieren. Um nochmal etwas Gewicht zu sparen, kannst du natürlich auch den Sitz ohne Rückenlehne wählen oder den Sitz ganz weglassen und zum Beispiel deine Isomatte als Sitzunterlage verwenden. 250 Gramm wiegt der Sitz mit Lehne, 130 Gramm ohne die Rückenlehne. Mit dem richtigen Zubehör kannst du das Nano sogar in ein Segelboot verwandeln. Dann muss nur noch der Wind mitspielen und schon kann die Gemütlichkeit beginnen. Hallöchen, wir testen hier heute mal das Amphibio Packrafting Segel. Wir sind hier an der Ostsee und haben ein bisschen Wind. Nicht zu viel Wind, mal schauen, wie es läuft. Ja, mal gemütlich hinsetzen, denn der Wind soll ja für uns arbeiten. Man könnte dieses Segel jetzt auch an der Schwimmweste einfach einklinken. Dadurch, dass jetzt aber echt wenig Wind ist, lenke ich jetzt einfach mit den Armen. Sollte das Boot mal beschädigt werden, kannst du kleine Löcher sogar unterwegs leicht selbst reparieren. Auch größere Risse lassen sich flicken, denn, wie sagt man so schön, Narben erzählen immer eine Geschichte. Mein Boot wurde leider durch Zweckentfremdung zweigeteilt. Aber auch das konnte schnell und einfach geflickt werden. Mein Boot ist kaputt! Ja! Ja, da war irgendwas Spitzes, das hat mein Boot in der Mitte durchgeschnitten. Das Amphibio Nano hat unsere Outdoor-Abenteuer extrem bereichert. Sei es auf Tageswanderungen, Wildnistouren, Radtouren oder auf einem Ausflug zum Badesee. Mindestens ein Nano haben wir immer dabei. Frech. Es ist so leicht und kompakt, dass es kaum auffällt. Mal ganz ehrlich, überlegst du lange, ob du einen Liter zusätzliches Wasser mitnimmst? Denn mehr Platz und Gewicht nimmt das Nano nicht ein in deinem Rucksack. Mach auch du ein Boot zu deinem täglichen Begleiter, denn du weißt ja nie, wo das nächste Paddelabenteuer auf dich wartet.